Warum willst du mich und den PC ins Feuer werfen? Außerdem kriegst du das nicht. Du musst mir Wenn abkaufen. Aber nein. Gebe ich für nichts auf der Welt her. Wo? Bitte wo bin ich Eine da falsche Bewegung. gestolpert angeblich? All die gemeinsame Wo? Anstrengung ist für die Katze. So, was soll Los, denn geh rein. Sei der Kämpfer, sei Konsument unser haben? Künstler, Ey! Komm und wirf mit Farbe. Für die Verzierung kann ich nichts. In jedem schlummert ein Künstler. Kommt und werft ein paar Farbkugeln. Werft ein paar Farbkugeln. Hier ist ein Betrunkener. Mein Herz Sieh fliegt mal, Laternen. Angeblich bringen sie Glück. Liebe Frau. Suchst du jemanden? Ja, durch. Sind sie gleichmäßig? Die rechte Manschette kommt mir um. Schau, der Magier. Ich glaube, er zaubert. Tja, mal sehen. Klingeln. Ja. Und? Was das ist die Klang ist für reichlich hochqualifizierte Kandidaten. Die fünf hier sind beschäftigt. Ja, ich merke, dass das beschäftigt seid. Mein Chef. Und hast du schon das Neueste gehört? Es ist keine gewöhnliche Illusion. Lass uns in. Der Mann ist ein echter Künstler. Beeindruckend. Nicht anfassen. Ja, ich will dich noch gar nicht anfassen. Bring zuerst dein eigenes Haus in Ordnung. Sei so gesüßt. Wir müssen uns von den Fesseln der Form befreien. Katja, wir müssen uns von den Fesseln der Form befreien. Alles Gute dir. Ja, danke. Das ist ja Nein. wirklich hey, ich. Ich bin gerade noch nicht ganz so. Wie einige Farbkugeln. Gute Leute, kommt! Drückt euch aus! Ich versuche, um die Leinwand ins Hörstück zu gehen. Kannst du nicht angreifen, okay. Ah, hier hinten. Nicht stören, Kusch, Kusch. Das ist die richtige Blüte. Natürlich, eine Orchidee aus Kovir ist der ideale Kontrast zu ihrem Teint. Wir müssen mit dem Modell sprechen. Es dauert nicht lange. Mit mir? Lieg still. Reden kannst du ja, aber beweg dich um Himmels Willen nicht. Wir kamen her, um mit dir zu sprechen. Mit mir? Aber warum? Der Adlige aus Zintra, mit dem du hier bist, interessiert uns. Der Adlige aus Zintra? Ah,
Ihr verwechselt mich mit Cecilia. Die Orchidee. Oh Mann. Ich dachte... Nicht bewegen, sag ich. Cecilia hat am Ende ihrer Vorstellung Wunderbare Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Er hat Cecilia ein kleines Geschenk gemacht. In einer herzförmigen Schachtel. Wir kommen zurück, sind Luna. Sie zu den Erfrischungen gegangen. Madame, Monsieur, entschuldigt, aber so kann ich nicht arbeiten. Ihr müsst gehen, jetzt. So. Hier hinten also. Na? Da hat jemand seine Laute vergessen. Sieht ein bisschen wie die von Rettersporn aus. Seine ist zerkratzt. Er ist damit mal verdroschen. Hallo, könnt ihr auch für mich durch die Gänge schicken? Eine leere, herzförmige Schachtel. Cecilia muss sie hier gelassen haben. Sieht aus, als wäre Parfum drin gewesen. Ein Geschenk des Zintrias womöglich. Der Duft hängt noch in der Luft. Folgen wir ihm. So. Dann folgen wir diesem Duft mal. Ich frage mich gerade, ist die Frau im Zickzack gegangen? Das etwas besser gesagt. Der Mann, die Frau, das Wesen. Sind sie gleichmäßig? Die rechte Manschette kommt mir irgendwie höher vor. Alles in Ordnung. Entspann dich. Meister Bobo. Ja. Tut mir leid. Zutritt nur für Künstler der Mandragore. Komm. Kann doch nicht dafür, dass ich das nicht kenne. Kann doch nicht alles kennen. Diese Stimme, die würde ich überall erkennen. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich habe 15 Jahre im Palast gedient. Edle Herren, ich würde dich niemals verwechseln. Psst, nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Ja, inkognito. Jawohl, gnädige Herren. Wie kann ich dienen? Wir suchen Cecilia Belante. Hast du sie gesehen? Sie ist in ihrer Garderobe. Mit einem Adligen. Die fühlen sich eindeutig voneinander angezogen. Wie sieht der Mann aus? Groß, breite Schultern. Ein schwarzer Bart schaut unter der Maske hervor. Und er spricht mit irgendeinem Akzent. Das muss er sein. Wir müssen zur Garderobe. Rasch. Jawohl, gnädige Herren. Ich bringe euch hin. Nein, du bleibst hier. Wenn jemand zu fliehen versucht, hältst du ihn auf. Verstanden. Schnell nach oben. Ja, ja, ist ja gut. Ach, Mist. Ich dachte, ich könnte vielleicht mein Schwert ziehen, aber geht leider nicht. Das muss Cecilia sein. Es war sie, ja. Kein Puls. Wir kommen zu spät. Ja, hat ihr die Kehle durchgeschnitten. So ein Tier. Zur Tür ist er nicht raus. Das hätte die Wache gesehen. Er könnte hier noch irgendwo sein. Du musst ihn finden, bevor er noch mehr anrichtet. Ich sage sofort Oriana Bescheid. Sie muss die Soiree sofort beenden. Wir sollten uns nicht trennen. Geralt, ich komme zurecht. Geh du dem Halunken nach. Ich hole Hilfe.
gut. Und, warte mal. Warte, ich will sie einem noch. Kann ich sie noch. Ja, kann ich. Er hat sie umgebracht und ist dann zum Balkon raus. Hier ist ein Fingerabdruck. Blutiger Handabdruck. Muss von ihm sein. Er hat die Tür eingerissen und eine Plattform draus gemacht. Nicht dumm. Muss auch ganz schön stark sein. Er hat den Blumentopf mit der Tür zerbrochen und ist dann in die Erde getreten. Hm. Er muss diese Leiter benutzt haben. Leiter? Ah, Leiter. Da. Klettern Sie die Leiter herauf, Herr Geralt. Er könnte noch hier sein. Ich sollte aufpassen. Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. Blutflecken. Glieder einer zerrissenen Kette. An der muss das Juwel gehangen haben. Ein Edelstein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht. Offenbar hat es einen Kampf gegeben. Mhm. Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Vermutlich aufgebrochen. Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen? Möglich, möglich. Ah, warte, ich will den... Der Wandleuchter ist verbogen und blutbeschmiert. Wollte sich da jemand dran festhalten? Sieht kostbar aus, aber deswegen bin ich nicht hier. Okay, dann nicht. Das hier? Ein leeres Tintenfass. Umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Die Leinwand ist zerschnitten. Da war jemand mit einem Messer dran. Hier liegt das Ein Messer. Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da, also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist. Das ist also der Fährtenleser. Ein Hexer, ja? Mhm. Ja, das ist er. Wir haben die Leiche zusammengefunden. Dann ist er dem Mörder nachgegangen. Dann bin ich hier gelandet und habe nur die Spuren eines Kampfs gefunden. Offenbar hat es sich für den Zintrier nun ausgemordet. Schade, dass es für Cecilia zu spät war. Armes Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihre Männer schlecht auswählt. Aber einen Mörder hätte ich niemals vermutet. Ich alarmiere die Bediensteten. Sie sollen sich um ihre Leiche kümmern. Kommt, setzen wir uns doch. Dann erzähle ich euch alles ganz genau. Ich hatte ihn auf frischer Tat beim Stehlen ertappt. Er durchwühlte meine Sachen. Was hast du getan? Die Wache gerufen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich wollte nicht, dass er flieht. Er stand mit dem Rücken zu mir, also habe ich ihn angegriffen. Er schlug sich den Kopf an einem Bilderrahmen, als wir kämpften. Er blutete, war benommen. Und dann zog er ein Messer. Dann ging alles ganz schnell. Ich schlug ihm die Waffe aus der Hand und schubste ihn. Stark. Er... fiel aus dem Fenster. Genau. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ja, er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Hm,
Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Das ist ja das Herz von Toussaint. Oriana, wo hast du das her? Ich habe es gekauft. Vor vielen Jahren. Von einer jungen Frau. Das Juwel scheint wichtig zu sein. Warum? Das Herz ist ein Erbstück. Es gehörte viele Jahre meiner Familie. Dann war es verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass es wieder auftaucht. Jemand wollte es unbedingt finden. Der Dieb hat seine Werkzeugtasche zurückgelassen. Dort habe ich diese Zeichnung gefunden. Seht. Das Herz von Toussaint. Die Zeichnung ist sehr genau. Der Zintria hatte einen Auftrag. Er wusste genau, wonach er suchen sollte. Also suchen wir nicht ihn, sondern seinen Auftraggeber. Ist das der einzige Hinweis, den wir gefunden haben? Just Dance. Ich habe noch die Waffe gefunden. Ich besitze Just Dance noch nicht mal. Angegriffen also, hat. Ein Jagdmesser zum Häuten von Wild. Am Heft ist also, ein kann ihn nicht tanzen. Dieses Wappen benutzen die Herren von Dun Tin. Der derzeitige Jäger ist ein begeisterter Jäger. Vielleicht unsere nächste Spur? Oriana, ich hoffe, dass du alles, was wir besprechen, für dich behältst. Ich verlasse mich drauf. Wenn bekannt wird, dass sein Juwelendiebstahl gescheitert ist, könnte sein Auftraggeber untertauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Diskretion ist uns allen wichtig. Ich frage nicht, worum es hier geht, erwarte aber, nicht mehr damit belästigt zu werden. Von niemandem. Verzeihung, Madame Oriana. Durfte ich was sagen? Entschuldigt mich bitte. Die Zeichnung. Sie ist auf demselben Papier wie die Namen der Opfer. Auch mit derselben Tinte gezeichnet. Scheint das Werk unserer Erpresser zu sein. Die nicht nur hinter den Morden des Biests stecken, sondern auch den Sangreal gestohlen haben und das Herz von Toussaint haben wollten. Der Wein, das Juwel, beides hängt mit dir zusammen. Untrennbar. Ein Zufall? Das will ich einfach nicht glauben. Eins bereitet mir dabei Sorgen. Dass am Ende dieses Plans ein Mordanschlag auf dich stehen könnte. Es könnte auch ganz was anderes sein. Meine Schwester Sienna könnte hinter der Verschwörung stecken. Sie hat den Hof verlassen, als wir Kinder waren. Meine Eltern verbannten sie aus dem Herzogtum. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Was hat deine Schwester getan, dass sie verbannt wurde? Sienna war verflucht. Hatten die Eltern Streit mit einem Magier? Nein. Sie wurde zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren. Angeblich lastet auf ihr der Fluch der schwarzen Sonne. Geralt, stimmt das? Kann jemand böse sein, weil er während der falschen Mondphase geboren wurde? Könnte sein. Aber es kann auch sein, dass er von Geburt an wie ein Aussätziger war. Also ähnlich wie... Abgesondert. Oh, war das das Ding mit Renfried? Sienna hatte es wohl nicht leicht. Aus den Büchern und aus der Serie? Sie war wütend auf die ganze Welt. Sie hat sich minderwertig gefühlt, verletzt und alles in der Selbstvertrauen und Arroganz versteckt. Sie konnte so grausam sein. Wer weiß? Ich erinnere mich an einen Vorfall. Sie redete Cédric de Coulbert ein, die Zukunft in ihren Träumen zu überraschen, ne? Ich kenne ja das DLC selber noch nicht. Cédrics Bruder war in mich verliebt. Das harmlose Verliebtsein von Kindern. Sienna wusste davon. Aber ich hätte gern die Wassermelone, die da auf dem Tisch liegt. Von einem ihrer Träume erzählt, dass er sterben würde. Durch die Hand seines Bruders. Cédric stahl das Schwert seines Vaters und tötete seinen Bruder.
Sie zerstörte zwei Leben mit einem Streich. Cedric trauert bis heute. Schließlich verbannten sie sie aus dem Palast. Vor über 10 Jahren. Ich vermisse sie schrecklich. Du denkst, deine Schwester könnte damit zu tun haben? Warum? Weißt du, sie war schon immer besitzergreifend und eifersüchtig auf alles, was ich hatte und nicht. Nee, die Frau will ich nicht. Die Frau will ich nicht haben. Das ist doch normal unter Schwestern. Aber die Wassermelone und den Wein. Vermutlich habe ich so viel ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe. Manchmal vermisse ich das richtig. Der Wein, dieser Diebstahl, war der erste Hinweis. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat mir immer meine Spielsachen gestohlen. Aber sicher war ich mir erst, als ich das Herz von Toussaint gesehen habe. Sienna hat es von Vater geschenkt bekommen, als meine Eltern sie noch kann für ich dir leider nicht geben. Kleines Mädchen hielten. Ich Jemand kann die Charaktere leider nicht ausziehen. Dann sollte unser Familienjuwel gestohlen werden. Oder eher zurück. Oder bitte, besser gesagt, meine Schwester, ganz so gut sicher. So. Eine gefallene Prinzessin, die sich ihre Wünsche erfüllt, verlorenen Luxus wünscht. Leider im Sinne für Duddle. Wie gesagt, ich selber fände das nicht so toll. Hat sich geändert. Geh nach Duntin und finde Sienna. Ihr so Quest finde ich zum Beispiel auch mega cool. Egal, was sie getan hat, ihr darf nichts geschehen. Umgekehrt könnte ich auch sagen, okay, ne? Dafür musst du fordere mehr Haut für Männer. Aber, nein. Ich glaube, es gibt hier manche Männer im Spiel, die möchte man nicht nackt sehen. Ich werde sie finden, wenn sie dort ist. Das genau wie manche Frauen. Ich würde gerne mit ihr reden. Von Schwester zu Schwester. Gnädige Herrin, Geralt. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Regis, was für eine Überraschung. Du in Buclair? Und das ist... Mein geschätzter Freund Detlef von der Ehretal. Er stammt aus Nazair. Sie züchtig zu reden. Wir stellen unser Können Hätig. Der Jagd des Hexes. Katholisch mehr Haut, viel mehr Haut. Ah, ja, wunderbar. Aber warum seid ihr hier bei Orianna? Sie haben mich überraschend besucht. Also habe ich Regis auf ein Glas Wein eingeladen. Wir kennen uns schon seit... Oh, Urzeiten könnte man sagen. Also, eine Vampirin? Hexer, wie ich höre, kennst du Regis? Und ihr seid sogar Freunde? Das riecht nicht. Das stinkt nach Ärger, ja. Das, ich kann mich nur auf wenige so gewaltig. Sehr verlassen wie auf Regis. Hoffentlich denkt er das auch von mir. Seltsam. Gegensätze scheinen sich wirklich anzuziehen. Lass dich nicht täuschen, Liebes. Geralt hat viele Vorzüge. Er versteckt sie nur sehr gut. Darf ich dann nicht immer das Amulett? Hm. Für gewöhnlich, ja. Du hast gesagt, dass ihr ihn bei seinem Auftrag unterstützt. Dann hängt das mit dem Biest zusammen. Wenn Magie im Spiel ist. Meister Hexer, vielleicht kannst du meine Neugier stillen. Rehe das Amulett. Wie ist es, einem Monster gegenüber zu stehen? Sieht man nur leider nie. Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Töten oder getötet werden. Ich stürze mich nicht mit dem Schwert auf jedes Monster, auch wenn du anderes gehört hast. Bei manchen hilft es auch, zu reden. Ich frage mich, was dir so ein Monster zu sagen hätte. Vielleicht möchte es sich entschuldigen. Wirklich? Wofür möchte sich ein Monster bei einem Hexer entschuldigen? Für das Töten. Denn manchmal bleibt ihm keine andere Wahl, wenn die Liebsten beschützt werden müssen. Genau wie Menschen. Wenn sie in einer solchen Situation sind, töten auch sie. Du verstehst das. Das ist bestimmt der Punkt. Grund, warum ihr Freunde seid. Regis und du. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du einem Monster lieber helfen, als es zu töten? Ja. Wenn möglich, ja. Oder es zumindest versuchen. Genug vom Hexerhandwerk. Regis hat erwähnt, dass du aus Nazair kommst. Als Kind habe ich dort einige Zeit verbracht. Hast du schöne Erinnerungen? Es war wunderschön. Die Mode dort hat mich sehr fasziniert. Besonders die Kleider mit tiefem Ausschnitt. Aha. Ich glaube, uns geht langsam der Wein aus. Wir haben noch nicht mal genug getrunken, ey. Wir sitzen da ein paar Minuten. Willst du mir helfen, Regis? Du kennst deinen Wein besser als ich.
Wir sind gleich wieder zurück. So, jetzt heimlich nochmal besprechen. Eine außergewöhnliche Unterhaltung, findest du nicht auch? Vampire, ein Hexer und die Herzogin von Toussaint. Du meine Güte. Also wirklich. Sehr außergewöhnlich, Regis. Ich wollte dich allein sprechen. Bist du verrückt, Detlef einfach herzubringen? Geralt, lass mich erklären. Das war sein stinkender Ärger. Nein, lass mich es erklären. Er ist ich habe dir nur zugestimmt und aber genau seitdem das kam doch. Eigentlich nur Detlef ist überzeugt, dass du deine Aufgabe erfüllst. Gespräche über, ob man Monstern helfen sollte oder ja, nicht. Ja, bis er die Männer in die Finger bekommt, die seine Rena entführt haben. Orianna, ist sie wirklich eine Freundin von dir? Kann man ihr vertrauen? Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, noch vor dir. Und bevor sie sich in Beauclair niedergelassen hat. Wir haben uns schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Nicht alle, Daddel. Aber ich werde dir alles über sie erzählen. Ein andermal. Es gibt auch Monster, die... Hör gut zu. Ich habe herausgefunden, wo die Erpresser sind. Sie sind auf Burg Duntin. Das sind gute Nachrichten. Wenn sie dort sind, ist Rena auch dort. Die Herzogin denkt, dass wir ihre lang verschollene Schwester auch dort finden. Sie könnte in die Sache mit der Erpressung verwickelt sein. Willst du damit sagen, dass du jetzt zwei Frauen aus der Burg befreien sollst? Ich will damit sagen, dass Detlef davon nichts erfahren darf. Er ist vor allem auf Rache aus. Geralt, du musst mir vertrauen. Ich weiß, wie ich mit ihm... Nein! Das kann ich nicht riskieren. Du musst mit Detlef hier bleiben, gar keine wenn ich Monster. Nach Duntin gehe. Allein? Allein. So kann ich dafür sorgen, dass keiner der Frauen etwas zustößt. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Gut, ich kümmere mich um Detlef. Viel Glück, mein Freund. Gibt auch nette und wohlerzogene Monster. Und auch Monster, die keine Monster sein wollen. Sein wollen. Vielen Dank für die schönen Erinnerungen. Ich schmeiß sehr ins Feuer. Hat ja lange genug gedauert. Entgegen der allgemeinen Vorstellung ist die Auswahl eines Weins nicht so einfach, wie man denkt. Besonders, wenn er zwei so exquisiten Damen kredenzt werden soll. Regis, galant wie eh und je. Umso bedauerlicher, dass ich die zweite Flasche nicht mit euch trinken kann. Die Pflicht ruft. Gnädige Herrin, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe, sie ist unschätzbar. Geralt, begleitest du mich hinaus? Nylon-Ämchen mit Leiter. Du hast besondere Freunde. Dieser Detlef, ein wirklich interessanter Mann. Ja. Ich hatte nicht erwartet, dass der Abend so endet. Ich auch nicht. Aber ich habe dich nicht zu einem romantischen Spaziergang rausgebeten. Ich möchte mich vergewissern, dass du weißt, was zu tun ist. Mhm. Ich muss nach Duntin. Ich habe entschieden, dass dich meine Wache begleitet. Du triffst sie bei der Mühle des Grafen Delacroix. Delacroix. Du wirst ihn finden. Er liegt am Fluss Saint-Retour in der Nähe der Taverne zum Basilisk. Hauptmann Delatour und seine Männer erwarten dich dort um Mitternacht. Ihr werdet die Burg gemeinsam stürmen. So, mich nicht immer abzulenken. Ich gebe mein Bestes. Weil, wie gesagt, so lange mache ich ja auch nicht mehr. Mal gucken. 47? Wir haben bald volles Level, ne? 50, bei 50 ist, glaube ich, Schluss, oder? Mein bei 50 ist Schluss. Thank you.
Habe ich hier noch irgendwas? Einmal. Zweimal. Verstärker jetzt rum. Ja, klar. Bisher komme ich ja. Bisher komme ich ja soweit ganz gut klar. Warte mal. Was ich auf jeden Fall drin lassen will, ist aktiver Schild und Rüstungsschmelze. Dann finde ich gut. Das hier könnte ich halt rausnehmen, aber. Ich bin eigentlich so weit zufrieden mit. Rechts, das habe ich auch gerne gemacht. Da wäre es immer noch. Warte mal. Ach, das. Ja, oh, das liebe ich auch. Das finde ich auch richtig cool. Warte, einmal ganz kurz Vorschuss antworten. Und die gerade, dass ich meinen Gürtel locker mache? Nichts da. Lass du kurz zum Eingang zu gehen. Was machen wir gerne noch mit Eingang? Wo haben Schlangen ihre Pfoten? Jetzt meinen Gürtel locker machen. Wow. Ach so, okay. Ja. Ganz ehrlich, das finde ich mega schön. Auch solche Rosenbögen. Also, nochmal was anderes. Also, ist zwar schon ein Rosenbogen, aber halt die bei den Gärten. Wenn man in so einen Garten reingeht und dann alles überwuchert ist mit. Oh, ja, mit Dingen, mit den. Warte, mach ich sofort. Ich habe mir gerade mal gefragt, wann Schatzi nach Hause kommt. Bei Majorans pochenden Adern, dieser Rumtreiber ist der berühmte Hexer. So, warte. Soll den Fall nicht vergessen. Nee, wenn er nach Hause kommt, haben die Geschäfte schon zu. Außerdem muss man ja nicht immer Wein trinken. Ich würde ja gerne weiter ranzoomen, aber geht leider nicht. Der Norden muss schrecklich barbarisch sein. Ja. Warburg. Ich habe fast das Gefühl, dass wir auch bald tatsächlich hiermit durch sind. Ja, du Großmeister-Schemas, ja. So wie die Kamera. Mit den Kaufleuten im Lager. Wir gehen erst. Oder? Ah. Ah, nee, das hier war's. Thank you.
oder? Der wird trotzdem wieder falsch geklebt. Da hinten ist das. Mehr komm, machen wir. Also, und vielleicht sollten wir einmal unsere Rüstung wieder anziehen. Also, und vielleicht auch die richtige Rüstung und nicht die falsche Rüstung. Okay. Jetzt sind wir wenigstens wieder ausgerüstet. Reginaldo Bries zurück. Nicht versäumen. Gleich Karten kaufen. Wie dumm sie dein. Der Ops ist frei. Ja, die Gespräche hier sind schon wieder einzigartig. Ganz ruhig. Keine Schlägerei. Oh, diese Blumen bei. Aber toll. Einfach toll. Du könntest dir mal die Stiefel putzen, vom Schreiber. Ah! Ich habe eine Kurve mir zum Schloss angeschaut, das ist echt wunderschön. Ich bin schon Sehenswürdigkeit. Aber das glaube ich. Glaube ich. Mistika, Archibald. Ich habe schon wieder. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Wo wir gerade von Geld reden. Nimm meinen aufrichtigen Dank, Herr, sowie diese Kompensation für deinen Aufwand. Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst. Hatte hier irgendwas, was wir noch gebrauchen können? Ich kenne diesen französischen Oxon. Noch nicht. Akzent. Ich wäre keine gute Französin. Überhaupt.